Wish good, motherfuckers. Heute eine weitere Episode von Ich hasse Aisha Vibes und ich muss das zum Ausdruck bringen. Auf Platz 5, der Klassiker. Krass, aber wie hoch ist deine Stirn? Falls du mir schon länger folgst, hast du vielleicht schon mitbekommen, dass das meine wortwörtlich größte Angriffsfläche ist. Da ich mit dieser für andere Leute viel zu hohen Stirn aufgewachsen bin, kenne ich es nicht anders. Und ich fand es noch nie komisch. Aber wenn du mal drauf achtest, dann fängst du an, es komisch zu finden. Merkst du's? Oh mein Gott! Ich check nur, dass sie weder Reife noch Weite hat. Samuel, da hast du beim Checken aber was vercheckt. Enis King schreibt, Kachba auf 12 Uhr gesichtet. Kachba auf 3 Uhr. Kachba auf 6. Kachba auf 9. Kachba auf 2. Becky Jean schreibt, kannst du mir bitte Englisch beibringen? Kannst, can, do, you, mir, me, bitte, please, Englisch, Englisch beibringen, teach. Can you me please English teach? You're welcome. Du bist willkommen. Alex hat geschrieben, erst krasser Insta-Bitch-Diss-Track. Und jetzt hat er mir vor ein paar Tagen nochmal geschrieben. Kann ich dich ficken? Nein. Anonym schreibt, du hast gar keine Titten. Bro. Bro, was laberst du? Meine Titten sind ja richtig chockgesell. Nice, fine. I'm telling you. You wish your girlfriend had my tits. Poetry is art. Schreibt, me 24, single and not interested in a romantic relationship with you. Aber wir können Freunde sein. Murat schreibt, richtige hässliche Schlampe. Du siehst aus wie eine Schildkröte, die zu viel UV-Strahlung abgekriegt hat. Mit Ohrring von Minecraft. Also das letzte Mal, als ich mich mit Freunden mit Tieren verglichen habe, haben wir gesagt, ich sehe aus wie eine Giraffe. Aber Schildkröte finde ich auch gut. Die sind voll süß. Kurze Side-Story an dieser Stelle. Ich habe mit meinem Papa mal einen Tierfilm geguckt als Kind über Schildkröten. Und da waren zwei Schildkröten doing the dirty, dirty, like fucking hard. Und die Geräusche, die machen dabei. That's all they do. Me, 7 years old, paralyzed. Ich habe die Schnauze langsam voll von diesen House-Maus-Raps. Ja, ist klar. I mind my own business. Vibe mit mir oder verpiss dich. Und ich finde es immer voll süß, wenn Freunde von mir schreiben, so, hey, ich habe die Kommentare gesehen unter deinem Video. Ich will nur sagen, nimm dir das bitte nicht so zu Herzen und so, lass dich davon nicht unterkriegen. Das Ding ist, erstens bin ich mit großen Brüdern aufgewachsen. Das bedeutet, ich bin auf jeden Fall gewohnt, beleidigt zu werden. Zweitens, jeder, der mich eng und gut kennt, weiß, dass ich generell schon immer ein Problem damit habe, Dinge ernst zu nehmen. Zum Abschluss an alle Leute, die mir immer liebe Nachrichten schicken und geile Kommentare posten und meine Sachen supporten und feiern und ihre Stories machen und so. Ihr seid so krass. Ihr vibet mit mir und seid immer auf meiner Wiese willkommen. Dankeschön an alle. Thank you for loving me, accepting me. Thank you to my mom. Thank you to my dad, everybody at work. Liebe, Liebe, Liebe. Vibes, Vibes, Vibes. All the motherfucking time. You feel me? Ich feiere euch. Ich liebe euch.